wieder beginnt eine wunderbare Arbeitswoche im Tomatenbeet. Morgen, Chad. Morgen, Phil. Ach, das ist ja ärgerlich. Tag ein, Tag aus, immer dasselbe. Los, Leute, Beeilung. Turbo zieht voll durch die Mitte. Sie hat mich ausgebremst. Vergiss endlich mal diesen Tempoquatsch und fang verdammt noch mal an zu leben. Ich hab ein Leben? Je eher du die erbärmliche Realität deiner Existenz akzeptierst, oh nein, desto glücklicher bist du. Ich wünschte, ich wäre schnell. Oh nein. Was war das? Was ist mit mir passiert? Du bist eine Laune der Natur. Wir reparieren dich wieder. An mir ist nichts kaputt, Chad. An dir ist nichts kaputt? Ganz schön weit weg von zu Hause, Gartenschnecke. Oh, ich werde gewinnen. Mein Name ist Turbo. Oh, ich wünschte, ich könnte mich auch anders nennen. Ich bin Bleifuß. Und das hier ist meine Crew. Ich bin schnell. Wie ein Schatten. Aber Schatten an sich sind ja nicht schnell. Schneller Schatten. Ich sehe dich immer noch. Mit deinem Tempo und unserem Können haben wir eine große Zukunft, Gartenschnecke. Das große Rennen. Wir haben einen Herausforderer, Baby. Willkommen zum größten Rennen der Welt. Ist das eine Schnecke? Was ist denn das für eine Begrüßung? All diese Schnecken, sie glauben an mich. Ich mach das für sie. Eine Schnecke kann nicht bei einem Rennen für Autos mitmachen. Na, du bist ja ein echter Sonnenschein. Bist du ein Auto? Nein. Dann hör auf, wie eins zu fahren. Wow, habt ihr das gesehen? Was passiert, wenn du morgen aufwachst und deine Superkräfte sind weg? Dann sollte ich besser das Beste draus machen. Gib Gummi, Turbo! Er ist so schnell, die ganze Welt bewegt sich in Zeitlupe, Baby.